Das Geschäftsjahr 2022 war für uns alle, für die Wirtschaft, für die Banken ein herausforderndes Jahr. Rasant gestiegene Zinsen, vor allen Dingen im ersten Halbjahr 2022, haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die Baufinanzierung, die viele Menschen brauchen, ist rasant teurer geworden. Andererseits gibt es jetzt auf Sparkonten, auf Termingeldanlagen, also bei uns, wie wir sie nennen, die sogenannten Passiva, wieder Zinsen, und es freut natürlich auch den Anleger. Die Bank, die Volksbank EG, die Gestalterbank, hat sich in diesem Umfeld aus unserer Sicht gut geschlagen. Wenn auch natürlich die ein oder andere Bremsspur in der Ergebnisentwicklung temporär übrig geblieben. In diesem herausfordernden Umfeld haben wir mit unserer Beratungsleistung wieder erneut den Kern und die Bedürfnisse unserer Kunden gut getroffen. Wir waren gefordert in Baufinanzierungsberatungen und in Anlageberatungen und haben versucht, die Interessen der Kunden bestmöglichst zu erfüllen. Wir haben mit unseren Beraterteams auf diese aktuellen Herausforderungen reagiert und haben viele, viele Kundengespräche geführt. Zum einen im Bereich Baufinanzierung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zum anderen auf der Anlageseite. Viele Gespräche haben zu sehr guten und einvernehmlichen Lösungen mit unseren Kunden geführt und insgesamt sind wir, die Bank und die Kunden, sehr gut durch dieses Umfeld im Jahr 2022 gekommen. Am Ende war es ein versöhnlicher Ausgang, zumindest auf der Aktienseite. Auf der Zinsseite haben natürlich die Kunden, die Rentenanlagen oder Fondsanlagen gezeichnet haben, eine gewisse Delle zu verkraften. Aber da zeichnet sich ja auch im Jahr 2023 wieder eine gute Entwicklung ab. Also, das Resümee in diesen herausfordernden Zeiten kann unterm Strich als durchaus positiv gezogen werden. Ich danke Ihnen für das im Jahr 2022 der Volksbank EG, der Gestalterbank, entgegengebrachte Vertrauen.